Servus und Axuns Naiseo, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu diesem denkwürdigen Augenblick. Ja, denkwürdiger Augenblick, was soll denn jetzt schon wieder spinnen? Na, ist tatsächlich ein denkwürdiger Augenblick. Das Zeitalter der Lore und des Mistes ist vorbei. Wie? Ich habe ja schon lang gesagt, ich habe einen Container. Und der Container, der muss in Betrieb genommen werden. Und ja, das haben wir jetzt endlich gemacht. Ich glaube, ich muss da mit dem Zaun ein wenig Zoff drauf geben, weil die Mannschaft will, die muss da durch. Ich habe lange schon gesagt, ich habe mal einen Container gekauft, wo der Mist drauf soll, damit dieses etwas da endlich in den Ruhestand geschickt werden kann. Zumindest beim Thema Mist. Die gute alte Lore tut mir ehrlich gesagt immer leid. Der Boden ist unten kaputt. Der Mist auf Dauer tut dem Ding nicht gut. Und die ist immer belegt, du kannst es dafür nichts anderes nehmen. Die ist zum Schotter oder Sandfahren, ist auch schön. Und wenn es da mal Kleinigkeiten zu erledigen musst, geht die einfach klasse. Jetzt wurde die immer belegt, weil die ja mein Mist war. Also mein Mist war. Ich habe den Container. Und habe immer gesagt, es war Zeit, dass der Container fertig wird. Dass die in den Ruhestand geschickt werden kann, was diese Arbeit betrifft. Ja. Und gestern ist es passiert, der Container ist versetzt worden. Der Aufbau ist drauf, es sind jetzt noch ein paar Kleinigkeiten zu machen. Es muss jetzt vorne ein paar Kugelhorn noch. Inner die anderen Ecken, da muss nur mal mit Bitumenfarbe drauf, weil er geschwarzt worden ist. Und ja, an von unserer alten Heizkörperdote, den lege ich mir noch nur als Rampen. Und dann konnte das Ding offiziell in Betrieb gehen. Und das ist heute der Fall. Die Ecken, die kann ich noch heute auch noch rausstreichen, das ist kein Problem. Der Kugelhorn ist noch nicht brisant, weil noch ist ja nichts drin im Container, der ist noch leer. Wird aber jetzt dann in Betrieb genommen. Und ich habe mir gedacht, jetzt beim letzten Mal, naja, was heißt beim ersten Mal, wenn ich den Stuhl quasi da hinten rauskehre und mein Mist auf die Rohbahn verlor, nehme ich euch mit. Das war jetzt dann meine neue Mistkarre. Das ist ein Kunststoffwanner oben drauf, da gammelt nichts, die Schrauben sind Edelstahl, also das hält alles ganz gut. Ja, das ist so ein Bauschubkern mit Vollgummirädern, die haben wir schon länger, haben wir zwei Stück. Und die anderen habe ich mir vor einiger Zeit einmal stipitzt und habe sie halt auf den Stall mitgenommen. Also, wenn es da mal Häufe fest oder groß oder sonst was, habt ihr ja auch schon in Aktion gesehen, das Ding. Und die habe ich jetzt gesagt, die werden dann meine neue Mistkarre. Die kriegt dann einmal den Platz, wo die jetzt dort steht. Also die kommt auf jeden Fall an der Stelle weg. Die muss dann irgendwann einmal neue Wanne, neue Mulden drauf kriegen, weil die ist kaputt, ist durchgerost. Das weiß ich ja schon lang. Dann wird die wieder für andere Zwecke, wenn du da mal einen Kipper brauchst, dann einfachen. Geht nämlich die wunderbar. Wenn du da mal Schotter, Kies, Erden, sonst was fährst, ist sowas da klasse. Und dann kommt die oben da, da vorne auch noch. Da wird noch geblättelt, die Stelle unter dem Dächler, dass man einen schönen Platz hat, wo man auch schön kehren kann. Da kommt die noch. Und die steht dann da vorne mit meiner Werkzeuge, oder also der Mistschaufel und meinem Rechen. Und dann passt das. Dann habe ich da einen festen Platz dafür. Genau. Ja. Schlammig ist, nass ist es. Angefangen habe ich schon im Stall. Deswegen auf der Karre ist ein bisschen drauf. Jetzt gehe ich da hinten noch sauber raus. Ja, die sagen in der Nacht zu viel, das Stuhl kann gar nicht so viel aufsaugen. Ja, weil ihr Spatzen hören zu doof seid. Ja, ja, du. Der langt mich an. Herr Maggie. Da so alte Fricke. Mach's auch nicht kaputt. Hast mich. Das ist eure Scheiße. Na gut, kratzen wir mal raus, dass wir fertig werden. Thank you.
Da. Nö. Was ist denn schon wieder los? Röller! Bin ich aus! Wenn du ihn ausstellst und brüllen tust, dann hast du trotzdem was zu fressen. Wie viel brauchst du noch? 2,5 Ballen Heu und einen Haufen Stroh. Das Silo ab da. Alter, Gas. Wenn du halt erst einmal das Ganze erhofft. Bitteschön! Anwachsen! Ja, die letzte Mal ja auch wieder früh. Und das ist halt erst einmal das. Das musst du draußen machen. Alten Spinnen!
Es ist vollbracht. Die erste Spur ist hinter. Ja. Da liegt das erste Häufel. Nicht viel. Da ist das Loch, wo ich gesagt habe. Da muss ich dann noch mal ein wenig winseln, weil das mit Spaß gehabt. Zwei Rohrstopfen. Und nun kann es losgehen. 25 Kubikmeter passen rein. Da geht was. Und der setzt sich ja sowieso noch. Tja, auf den Rampen ist ein alter Heizkörper, den hat er vorher schon her. Das Rohr da wird noch verrammt, das brauche ich nicht. Die Bänder da, oder keine Ahnung. Und die Bretter, die müssen nochmal noch da rein. Auf die oberen zwei Sprossen, also da und da. Nun gut. Erste Fuhre ist hin. So weit, so gut. So, mittlerweile haben wir den 6. Januar abends. Heute früh habe ich ja den Mist reingefahren. Und ja, es ist jetzt ergänzt der Horn von da dran und ein Stück Rohr noch, dass man mal Flüssigkeit ablassen kann. Und dann machen wir noch was einfallen lassen. Entweder grabe ich mir da noch einen Tank oder was ein, bis dann reinläuft, wo ich dann einmal mit dem Fass absaugen kann. Oder ja, bei Bedarf halt mit Arme und dann ins Fass rein. Das werden wir sehen. Wie auch immer, dicht ist auf jeden Fall. Passiert nichts, tropft nichts raus. Da hängt der Horn dran, außen ein wenig noch lackiert noch. Das Ganze ist auch der Flansch selber noch einmal mit Zickerflex von innen und außen abgedicht, also da kann nichts durch. Der Horn ist dicht, der hält es aus. Jo, das passt. Container, da sackt er schon langsam ein wenig ein. Da und da, die Stahle gehen jetzt nach, der setzt sich halt, weil er schwer ist. In der Mitte liegt er dann irgendwann einmal auf dem großen Betonklotz auf und auf die Stahl und dann ist Ruhe, dann rutscht da nichts mehr. Getragen war der ja im Endeffekt bloß von dir zwei Schiene außen, die halten er ja in Wach. Die Planer ist jetzt vorne so verspannt, die kann nicht abhauen, also selbst wenn es stürmisch ist. Das ist eine LKW-Planer, die wird ihrer 300 bis 400 Kilo hoch. Die ist nicht leicht, also du musst sie dritt haben, um die drauf zu wickeln. Das hält. Da stehen wir wieder unter einer Pflasterstahl. Ihr könnt euch erinnern, die Pflasterstahl waren ja ursprünglich da aufgeschlicht, entlang. Und jetzt stehen sie oberhalb vom Container. Vorne haben wir noch ein wenig angeschüttet. Muss man mal gucken, ob wir es lassen oder nicht. Ich habe, wie gesagt, noch sah, dass, wie gesagt, da vorne ein Tank oder was eingegraben wird, wo ich dann absaugen kann. Das muss ich mir, wie gesagt, noch überlegen, wie man das am besten macht. Dass ich wieder ja, Gruben habe, wo das, was aus dem Container wirklich eine zige Flüssigkeit rauskommen könnte, reinlaufen kann. Viel wird es nicht sah. Ich meine, klar, der Mist ist einmal feucht. Ein bisschen was wird es bestimmt sah, aber viel ist es nicht. Und mir geht es ja bloß darum, dass man das auffangen kann, dass das nicht da innen dann steht, dass man halt alle Wochen oder alle zwei Wochen, je nachdem wie voll das ist, einfach einmal den Horn aufmacht, lässt es ab und dann gut ist. Oder wenn dann ein Tank oder was drunter ist, dann lässt den Horn halt komplett offen, dann kann es immer rauslaufen, wie es will, bei Bedarf. Das ist dann wurscht. Ja, zum Neufahren, da hat der Vater heute früh einen alten Heizkörper her. Wir haben im Haus ja neue Heizkörper verbaut gehabt. Und da hat er ja, einen alten mit her, die eh weggeschmissen waren. Der liegt jetzt da. Der war dann meine Einfahrtrampe. Hat wunderbar funktioniert. Also null Problem. Ja, der liegt halt dann auf die Stahl oder auf. Abgestützt in der Mitte, dass er sich nicht so durchbiegt. Und oben auf dem Container und dann kannst du mit der Schubkarre bequem nach hinausfahren. Ich weiß nicht, ob ich noch immer so mache, dass ich alle zwei Türen aufmache. Oder vielleicht zukünftig auch bloß eine Tür aufmache. Und dann die längs reinlege, das lange da. Das muss man mal sehen. Das wird sich bewähren. Die Rinner da, die wo man sieht, ist natürlich nicht für Gülle oder was gedacht. Da ist da ein Loch im Boden drin. Das ist, wenn die Dachrinne da oder Wasser verliert. Das tropft da runter, wo es da so ausgespült ist. Dann läuft das, das hat sich immer da gestaut gehabt, da war so ein Wassersee gestanden. Und da haben wir jetzt ein wenig Rinner gegraben darüber. Weil das Wasser hat sich seinen Weg gesucht und ist aber nicht durch die Hecken da runter. Sondern ist da im Boden verschwunden. Also da ist quasi ein Loch im Boden drin. Keiner weiß genau, was das für ein Loch ist. Es ist einfach bloß ein Loch. Da ist das Wasser neigelaufen. So, der letzten doch geringt. Sind wir alles da neu. Wer weiß. Ja, hinten steht der Container. Die Walzen in einer Schiene drin. Oder besser gesagt in einem Stahldrecher. Da haben wir einfach die Stahldrecher voneinander geschnitten. Und da steht er jetzt drin. Ihr seht,
Die Rollendore ist noch in der Luft, der setzt sich noch. Also es wird mit Sicherheit noch sein, der geht noch ein wenig runter. Der liegt jetzt momentan in der Mitte auf, über die Strem unten. Da und da hüben. Und das, wenn der jetzt einmal Gewicht kriegt, der Radlader reingeht, dann setzt sich der gar und dann liegt der auf die Rollen und auf die Schiene auf und dann kippt da auch nichts und dann steht der sicher. Wie gesagt, das ist zwar alles gut mit unseren Rollplatten verdicht worden, das ist auch massiv verdicht worden, aber irgendwo hast du auf jeden Fall dann noch Luft drin und das, wie gesagt, das wird sich im Laufe der Jahre, wird sich das dann alles setzen. Der steht auf jeden Fall gut. Ich habe heute, also der Fahrer hat einen Horn eingebaut und ich habe innerhalb die Ecken von da noch gestrichen. Ja, sieht man natürlich jetzt 0,0 dahinter, das ist dunkel. Wahrscheinlich die Kamera erkennt schon gar nichts mehr. Da vorne, wo ich hier leuchte, die Ecken, also da wo das Rohr ausgeht, habe ich jetzt noch einmal Bitumenfarben nachgestrichen. Und da habe ich noch ein paar Glatze im Boden ausgebessert. Ja, das kann jetzt gut drucken. Die ganzen Flecken da an der Wand, das waren Ausbesserungsarbeiten, die sind aber schon älter. Die glänzen halt noch so richtig schön raus. Es sollte auf jeden Fall länger. Und da seht ihr den ersten Mist. Ja, das ist jetzt auch oben und ein halber Mattelwanner voll. Die habe ich rein. Und damit ist gut. Ja, jetzt kann er erst einmal seine Bestimmung zugehen. Da sind noch Bretter reingekommen. Also da und da. Da sind welche, die sollen einfach bloß den Winddruck ein wenig abfangen. Eventuell kommen wir da vorne dann noch von da auf den oben. Und vom unten auf den unten da eins rein. Das muss man mal gucken, also von dem unteren da auf den unteren und vom obersten da auf den obersten. Dass wir da noch zwei Bretter reinschneiden, das ist aber schräg, da müssen wir mal gucken, ob das geht. Und die hinter mir, die sind auch bloß drin, dass halt, wenn es ein wenig windig ist, dass nicht so die Planer rein hinausweht, sondern dass es ein wenig stabil ist. Der Aufbau selber ist auf jeden Fall stabil, der hat schon einen Sturm mitgemacht, das hält, da passiert nichts. Windgeschwindigkeiten von 110 Stundenkilometer jucken den nicht. Ich könnte natürlich die Planer jetzt da noch viel besser festspannen. Mal schauen, vielleicht macht man das noch, dass man es im Container unten mit Expander oder was vielleicht fixiert in die Seitenstrehen. Aber so weiter stehen wir. Wie gesagt, jetzt geht es einmal los, den ersten Mist rein, den nächsten Misthaufen, dann da und dann warten wir mal. Davor noch welche, und dann braucht man mal Brettler, dass man oben aufkommt, dass man natürlich auch die voller Höhe ausnutzt. Der Vorder hat auch was gesagt, vielleicht bauen wir da vorne dann auch noch eine Schwallwände noch. Dann kannst du aber eigentlich ein bisschen aufschlichten, wenn es dabei Bedarf hast. Und könntest ja auch seitlich, dann hast du da hinten ein Volumen von theoretisch bis zu 40 Kubikmeter Mist, den muss ich unterbringen. Und ich glaube, mit 40 Kubikmeter bin ich mehr als gut ausgelastet. Weil die kriege ich mit meiner Viecher ja nie im Leben zusammen. Also im Schnitt, wo es jetzt die letzten Jahre immer so. Ja. Ich kann sagen, es waren 8 Miststreue voll, wenn es ein gutes Jahr war. Eine Miststreue fast in etwa 3 Kubikmeter, damit er nicht überladen ist. Also könnt ihr euch ja dann im Endeffekt ausrechnen, wie viel Mist, das ich gehabt habe. Das sind 24 Kubikmeter, also rein rechnerisch lang der Container, so wie er ist. Wenn er bis hinten gerade gefüllt ist, wenn ich noch ein bisschen höher schlichten tue, dann ja, hast du hinten noch Platz, dann hinausgehe. Muss man sehen, wie gesagt, jetzt ist das System soweit aufgebaut. Da außen eventuell in die Ösen, vielleicht mache ich da noch Expander oder mache da noch eine Abspannung auf die Strem. Quasi immer runtergespannt. 1, 2, 3, 4. Meinetwegen ist so ein wenig aufgeteilt, 4 Stück vorne noch. Und auf der anderen Seite, wo will die Planer hin? Wie gesagt, die Planer ist ja nicht leicht. Die haben wir mit dem Radladern aufgetan und eigentlich zu dritten ausgewickelt. Die LKW-Planer sind saumäßig schwer, allein hinten die Heckplaner, wenn es da allein aufwuchten lässt. Also ich schätze einmal auf 40, 50 Kilo, wo du da dann drücken musst. Wenn es langt, hast du auf jeden Fall. Die sind nicht dünn, die sind doppelt gelegt. Die sind massiv und die sind, wie gesagt, schwer. Also, da ist schon Kraft drauf, so ist es nicht. Wie gesagt, da könnte man jetzt dann natürlich noch so Einhänger überall, dass er dann auch noch sauber zuweht.
Im Normalfall brauchst du das nicht. So war er jetzt die ganze Zeit da oben gestanden, ist auch nichts passiert. Und der hat, wie gesagt, jetzt schon Sturm mitgemacht, das ist auch kein Problem. Von vorne ist er auch ziemlich zugezogen. Das ist alles fest. Der ist so verspannt vorne, der kann gar nicht nach oben weg, weil der Rahmen auch breiter ist, wie das, was er jetzt da zugespannt ist. Dann ist er mit einer Anzahl da vorne auf der Leiter befestigt, also der hängt sowieso fest. Also ich denke, Sorgen machen, dass er abhaut, brauchen wir uns nicht. Und ja, ich meine, gut, jetzt ist er leer. Wenn es jetzt gescheit stürmisch ist, könnte es höchstens sein, dass das Ding sich bewegt. Dann muss halt jetzt wirklich der Wind richtig, richtig, richtig kräftig von unten rauf bloßen. Also wenn jetzt der Wind von unten rauf drückt und die Barme jetzt dann, weil es offen ist oder rein, dann könnte vielleicht rutschen anfangen. Wobei der Container selber hat leer ja auch schon 2 Tonnen. Der Aufbau oben drauf, der war da noch einmal ein knapper Tonner, vielleicht anderthalb rum. Also ich sage einmal, wir bräuchten wahrscheinlich einen Tornado, dass das Ding sich wirklich groß bewegt. Wo will er noch? Wie heißt der mir so schön? Wo will er denn noch? Der hat eh kein Geld und Bar hat er auch keiner. Nee, also wie gesagt, das passt. So steht er jetzt da. Da, jetzt wollen wir noch vor der Heckenaussicht. Ich meine, ja, die weiße Planer, jetzt im Winde sieht man sie natürlich massiv. Ist jetzt der ganz andere Spieldode von unten. Steht auf einmal so ein Monstrum da. Früher wurde nichts gestanden, da wurde offen. Ich meine, es ändert sich halt alles. Jetzt steht das Drum da drin. Ich denke, wenn dann im Sommer mal die Hecken zugewachsen sind, siehst du da gar nichts mehr. Dann ist es grün. Wenn dann irgendwo ein ganz kleiner weißer Stell noch rausschimmert, dann ist wahrscheinlich schon viel. Und ansonsten, ja, er steht jetzt da, wo er hin sollte. Er steht nicht im Weg, sagen wir es mal so. Weil vorher oben vor der Halde war er definitiv im Weg, da kannst du ihn nicht lassen. Wo willst du so einen Container hin da? Der ist 7,50 Meter lang, 2,50 Meter breit. Du brauchst ja auch einen Stellplatz dafür. Da unten war sowieso früher immer Lagerplatz für so, naja, Feldstar, Gelump, Gerümpel, all da Fliesen. Was halt immer so angefallen ist, das ist halt da so zwischengelagert worden. Und jetzt ist es eingeimt, die sind jetzt quasi der Untergrund von dem ganzen Konstrukt. Es ist massiv. Weg kostet nicht. Sagen wir es mal so. So, nun mache ich Feierabend. Mein Robin steht da oben. Wo ich es dann jetzt immer brauche. Dann passt das. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt was. Bis zum nächsten Mal und Servus.